Der kolumbianische Präsident Gustavo Petro kam 2022 an die Macht und war mit großen Versprechen für Veränderungen in praktisch allen politischen, sozialen und wirtschaftlichen Bereichen des Landes. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass sich der neue Präsident vorgenommen hat, Kolumbien von Grund auf zu reformieren. Eine dieser großen Veränderungen ist der Plan für die Energiewende, der, so überraschend es auch klingen mag, einen abrupten Stopp aller neuen Verträge zur Erdölexploration und Ausbeutung auf kolumbianischem Gebiet vorsieht. Mit anderen Worten, Kolumbien könnte zu einer der wichtigsten Ölmächte werden, die ein Veto gegen diese Industrie einlegt, wenn nicht sogar die erste überhaupt. Eventuell könnte es auf diese Weise eine wichtige und vor allem attraktive Vorreiterrolle bei der Dekarbonisierung der Weltwirtschaft einnehmen. Deutschland, das ja durchaus mit ähnlichen Ambitionen gestartet ist, hat der globalen Verbreitung der Energiewende ja eher einen Bärendienst erwiesen. Da die deutsche Regierung es bisher nicht geschafft hat, ihre Klimapolitik auf nachhaltige Weise mit Wirtschaft und Gesellschaft in Einklang zu bringen, wird es in vielen Ländern mittlerweile eher als abschreckendes Beispiel angesehen. Denn obwohl die Mehrheit der deutschen Bevölkerung durchaus einen Sinn darin sieht, das Klima zu schützen und CO2 einzusparen, hat die Regierung die damit verbundenen Maßnahmen dermaßen vergeigt, dass sie die prinzipiell affirmative Gesellschaft gehörig polarisiert hat. Und solchen Zwist will natürlich niemand in seinem Land. Könnte dies also auch in Kolumbien drohen oder macht es ausgerechnet das Land der Coca-Bauern besser? Vergesst nicht, dass wir bei Erdöl und Erdölprodukten über einen der wichtigsten Wirtschaftssektoren Kolumbiens sprechen, der das meiste Geld in die öffentlichen Kassen einbringt und der bei den Exporten an erster Stelle steht. Ganz genau, entgegen der landläufigen Meinung ist Kolumbien weitaus mehr vom Ölbusiness abhängig als vom Geschäft mit illegalen Drogen. Die Frage ist daher, was es für das Land bedeuten könnte, mit der Ölindustrie zu brechen. Warum tun sie es überhaupt? Könnten ausgerechnet die Kolumbianer die Energiewende besser hinbekommen als die Deutschen und so zu einem Vorbild für andere Länder avancieren? Was sind die Kolumbianer bereit für dieses Ziel zu opfern? Ist eine solche Maßnahme überhaupt sinnvoll? Nun, dieses Video wird all diese Fragen beantworten. Lasst uns also loslegen! Mit nachgewiesenen Reserven von fast 2 Milliarden Barrel gehört Kolumbien zu den 35 Ländern mit den größten Reserven des schwarzen Goldes weltweit. Konkret gibt es in diesem Land 23 geologische Zonen mit verschiedenen Reservoirs, wobei in nur 9 von ihnen Kohlenwasserstoffe gefördert werden, in 7 Öl und in 2 Erdgas. Über 90% der Produktion entfallen auf nur 3 der 7 erdölreichen Reservoirs. Dabei handelt es sich um die Reservoirs Eastern Plains, Middle Valley und Upper Magdalena Valley. Insgesamt fördert von den 20 Einheiten, die derzeit Öl fördern, nur eine Leichtöl, während die anderen mittelschweres oder schweres Rohöl produzieren. Soweit der grobe Überblick über die Kohlenwasserstoffressourcen des Landes. Wie ihr seht, ist das kolumbianische Ölprofil nicht gerade das eines Landes wie Saudi-Arabien, aber es hat Potenzial. Es sollte allerdings nicht überraschen, dass sie es schwer hatten, das Beste draus zu machen. Aber um die ganze Entwicklung zu verstehen, müssen wir zunächst wie so oft einen Blick zurück in die Geschichte werfen. Also, aufgepasst! Eine Allergie gegen Rentabilität. Die erste Ölquelle in der Geschichte Kolumbiens wurde 1918 im Sierra Infantas Feld gebohrt. Dort wurden kaum 2000 Barrel Öl pro Tag gefördert. 3 Jahre später wurde in Barranca Bermeja die erste Raffinerie des Landes gebaut. Und in Mamonal in der Nähe von Cartagena wurde die erste Ölpipeline errichtet. Auf diese Weise wurde die kolumbianische Erdölindustrie vor mehr als 100 Jahren gegründet. Allerdings wurde lange Zeit kein Gewinn mit dieser Industrie erzielt. Um diese Situation zu ändern, verstaatlichte die Regierung von Laureano Gómez 1951 mehrere Ölkonzessionen. Sie kamen unter die neu gegründete Empresa Colombiana de Petroleos, Ecopetrol. Ecopetrol wurde als Staatsunternehmen gegründet, damit der kolumbianische Staat sich aktiv an dieser Industrie beteiligen und sie fördern konnte. Und so begann zwar die Giganten jener Jahre wie Texaco und Shell sich für kolumbianisches Öl zu interessieren, aber die Explorations- und Förderbedingungen waren für sie völlig unvorteilhaft. Die Präsenz von Ecopetrol war der größte Stolperstein. Die Regierung hatte nur Augen für Ecopetrol, das nicht nur ein Unternehmen war, das in der Exploration und Produktion konkurrierte, sondern auch als öffentliche Einrichtung fungierte, die diesen Sektor regulierte. Auf die ein oder andere Weise waren also alle privaten Unternehmen gezwungen, mit ihren direkten Konkurrenten zu unattraktiven Bedingungen zusammenzuarbeiten. Deshalb wurden fast das gesamte 20. Jahrhundert hindurch verschiedene rechtliche Regelungen ausprobiert, die, um die Wahrheit zu sagen, immer schlechter zu werden schienen.
So gab es zwischen 1974 und 1989 eine Regelung namens 50-50-Vertrag. Diese Regelung sollte Investitionen fördern. In ihrem Rahmen übernahm der private Partner jedoch die Kosten und das Risiko der Erkundungsinvestition, die innerhalb von maximal 3 Jahren abgeschlossen sein musste. Als die Produktion jedoch begann, wurde der verbleibende Gewinn wie folgt verteilt. 20% für den Staat in Form von Lizenzgebühren, 40% für Ecopetrol und 40% für den privaten Investor. Auf diese musste der private Investor dann natürlich auch die entsprechenden Gewinnsteuern zahlen. Das Ergebnis? Zwischen 85 und 90% der Fördergewinne gingen an den Staat. Der private Investor erhielt nur ein paar magere Reste. Und es wird euch nicht überraschen, dass dieses Arrangement für Ölfirmen sehr unattraktiv war. 1987 wurde ein Versuch unternommen, diese Regelung zu verbessern, wobei Versuch etwas übertrieben ist. Das Einzige, was geändert wurde, war, dass Ecopetrol eine höhere Beteiligung an den Kosten für die Erkundung übernahm. Dies änderte jedoch nichts an dem Modell im Allgemeinen. Deshalb wurde 1989 eine neue Regelung eingeführt, die bis 1994 in Kraft bleiben sollte. Damals wurde der sogenannte Production Sharing Contract eingeführt. Bei dieser Regelung übernahm der private Partner die Erkundungskosten und das Risiko, bis die Entdeckung gemacht wurde. Zu diesem Zeitpunkt war Ecopetrol wie folgt beteiligt. Wie ihr erkennen könnt, war der Gewinnanteil für den Investor umso geringer, je profitabler die entdeckte Quelle war. Und wenn dieses Modell eine Flut von Investitionen anlockte, muss es das fernab von kolumbianischem Öl getan haben. Denn in der Tat war ein Feld mit knapp 60 Millionen Barrel bereits kaum noch rentabel. Natürlich funktionierte dieses Modell auch nicht und so wurde 1995 eine neue Formel eingeführt. Diese hieß R-Faktor und in diesem Fall basierte die Verteilung der Produktion auf der Rentabilität des Ölfelds, allerdings ohne die Größe der Reserven zu berücksichtigen. Es war jedoch gar nicht so einfach, die erwarteten Einnahmen und Gewinne zu berechnen, was zu einer großen Unsicherheit führte. Und diese Unsicherheit, nun, sie schreckte natürlich auch wieder die Investoren ab. Also, jetzt versteht ihr sicher, warum Kolumbiens Ölreichtum praktisch das ganze 20. Jahrhundert über kaum genutzt wurde. Der Hauptinteressent für das Wachstum der Produktion war jedoch der Staat selbst, der den größten Teil des Gewinns in Form von Steuern und Abgaben abgriff. Naja, und ich bin mir sicher, dass vielen von euch die Lösung dieses Problems bereits auf der Zunge liegt. Sie scheint ziemlich offensichtlich zu sein. Aber es hat lange gedauert, bis der kolumbianische Staat sie erkannt hat. Und was dann passiert ist, schauen wir uns jetzt an. Der Take-Off. Natürlich war noch nicht alles verloren. Während der Präsidentschaft von Andrés Pastrana unternahm Ecopetrol einen sehr wichtigen Schritt. Im Rahmen der sogenannten Runde 2000 schrieb der Staat eine Reihe von Projekten zur Exploration und Förderung aus, an denen das staatliche Unternehmen nur zu 30% beteiligt sein sollte. Das erregte natürlich die Aufmerksamkeit der großen multinationalen Ölkonzerne. Um euch eine Vorstellung davon zu geben, im Rahmen dieser Initiative wurden 13 Projekte mit einer Anfangsinvestition von mehr als 600 Millionen US-Dollar vergeben. Die große Veränderung für den kolumbianischen Ölsektor stand jedoch noch bevor. Im Jahr 2003 ordnete der damalige Präsident Álvaro Uribe Vélez die Umstrukturierung des Sektors an und ging damit direkt an die Wurzel des Problems. Die damalige kolumbianische Regierung gründete die Nationale Kohlenwasserstoffbehörde, so dass Ecopetrol seine Regulierungsbefugnisse verlor. So konnte sich das Staatsunternehmen ganz auf die Erkundung, Förderung, den Transport, die Raffination und die Vermarktung von Kohlenwasserstoffen konzentrieren. Mit anderen Worten, es wurde zu einer Ölgesellschaft im üblichen Sinne. Gleichzeitig führte die Regierung einen neuen Vertrag über Lizenzgebühren, Steuern und Abgaben ein. Das neue Modell orientierte sich an internationalen Standards und begrenzte den Gesamtanteil des Staates auf 50-60% der geförderten Gewinne. Und ahnt ihr, was dann passiert ist? Von diesem Moment an schoss die Produktion in die Höhe und mit ihr auch die Exporte. Plötzlich erwachte der kolumbianische Ölsektor aus seinem Dornröschenschlaf. Seht's euch an! Während also die venezolanische Produktion zurückging, gewann Kolumbien immer mehr an Präsenz im lateinamerikanischen Ölsektor. Die erreichten Fördermengen wären nur wenige Jahre zuvor völlig unvorstellbar gewesen. Aber natürlich gab es auch Probleme. Der Rückgang der Ölpreise im Jahr 2015 hat die Investitionen in diesem Sektor um etwa 30% und die neuen Bohrungen um mehr als 80% reduziert. Die Regierung von Juan Manuel Santos musste daraufhin eine Steuerreform vorschlagen, um den Rückgang der Steuereinnahmen aus dem Ölgeschäft einzudämmen. Sagen wir einfach, dass der kolumbianische Fiskus wie in so vielen anderen Petrostaaten von den neuen Staatseinnahmen, die der schwarze Gold einbrachte, sehr abhängig geworden war. Doch trotz allem konsolidierte sich der Sektor und die Kohlenwasserstoffexporte gewannen unter den kolumbianischen Ausfuhren weiter an Bedeutung.
Heute ist diese Branche für etwas mehr als ein Drittel aller kolumbianischen Exporte verantwortlich. In gewisser Weise sprechen wir von einer Art Ölwunder, das dazu beigetragen hat, das Land zu verändern. In nur einem Jahrzehnt zwischen 2003 und 2013 wurde Kolumbien von einem Land, das fast ausschließlich Rohöl importieren musste, zu einem wichtigen Lieferanten für Länder wie die Vereinigten Staaten. Und wisst ihr was? Gerade jetzt, nach dem jahrelangen Investitionsstau in der internationalen Ölindustrie und dem Einmarsch der Russen in die Ukraine, besteht jetzt die Möglichkeit, dass Kolumbien ein neues goldenes Zeitalter des Kohlenwasserstoffs erlebt. Tja, bis auf die Tatsache, dass der neue Präsident gesagt hat, dass das nicht geht. Die Ölförderung hat für ihn in Kolumbien keinen Platz mehr. Aufgepasst! Der Wille des Volkes. Ende 2021, inmitten des kolumbianischen Präsidentschaftswahlkampfs, war die Zukunft der Ölindustrie ein wichtiges Thema auf der wirtschaftlichen Agenda der Kandidaten. Die eindringlichste Position war die von Gustavo Petro, der nichts Geringeres als die Beendigung der Ölkonzessionen versprach. Hört's euch an. Una. Cesa la contratación de exploración de petróleo en Colombia. Mensaje, vamos hacia una economía productiva, nuestra activista. Habrá una transición tranquila, pero segura y seria, que empieza el primer día de gobierno. Nun, dieser Kandidat wurde schließlich am 19. Juni 2022 zum Präsidenten der Republik Kolumbien gewählt. Und im November 2022, nur ein Jahr nach seinem Versprechen, hielt er auf der UN-Klimakonferenz eine noch gewagtere Rede. La crisis climática solo se supera si dejamos de consumir hidrocarburos. Es hora de desvalorizar la economía de los hidrocarburos con fechas definidas para su final. La solución es un mundo sin petróleo y sin carbón. Der neue kolumbianische Präsident Gustavo Petro hatte sich also ein hohes Ziel gesetzt und wollte ein Pionier der Energiewende werden. Übrigens, wenn ihr ebenso der Meinung seid, dass es an der Zeit ist, unseren Planeten und unsere Natur auf intelligente Weise lebenswert zu halten, dann bleibt bitte bis zum Ende dran. Denn dort werden wir euch eine tolle Videoempfehlung von unseren Freunden von Planet Wald mit auf den Weg geben. Und glaubt mir, sie hat es in sich. Habt aber bitte noch ein wenig Geduld, es wird auch noch in Kolumbien spannend. Danach solltet ihr Planet Wald aber auf keinen Fall verpassen. Der eigentliche Knaller für die Kolumbianer kam nämlich am 19. Januar 2023, als Irene Vélez, Ministerin für Bergbau und Energie, bestätigte, dass Bogotá keine neuen Verträge zur Ölexploration mehr unterzeichnen wird. Decidimos también que no vamos a conceder nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo. Eso ha sido, por supuesto, muy polémico a nivel nacional. Das hat natürlich große Ängste ausgelöst, nicht nur im Ölsektor, sondern in der gesamten Energiebranche und praktisch in der gesamten kolumbianischen Wirtschaft. Wird das Land eine seiner wichtigsten Einnahmequellen für Dollar und öffentliche Gelder verlieren? Ist die Versorgungssicherheit in Gefahr? Kolumbien verfügt derzeit über 330 Explorations- und Ausbeutungsverträge, die noch etwa 10 Jahre lang Kohlenwasserstoffe für den heimischen Markt und für den Export fördern werden. Die Frage ist nur, was passiert danach? Nun, das Folgende sagt Präsident Petro dazu. Nach den Prognosen der Internationalen Energieagentur werden wir 5 Jahre lang Kohle und 10 Jahre lang Öl exportieren. Der Übergang hat mit zwei Aspekten zu tun. Erstens, um sicherzustellen, dass Devisen, die wir durch Kohle- und Ölexporte verlieren, in gleichem Maße durch Exporte von sauberer Energie und vor allem durch Tourismus ersetzt werden. Zweitens muss unser eigener interner Verbrauch von Kohle und Öl durch die Elektrifizierung des Verkehrs ersetzt werden, um unsere Energiematrix zu verändern und die Produktion zu dekarbonisieren. Es wird eine strikte Energiewende geben, aber die Ölexporte werden auf einem Niveau gehalten, das es uns ermöglicht, die Devisen zu erhalten, die das Land braucht. Ich würde sagen, dass die Ölwende etwa 15 Jahre dauern wird. Mit anderen Worten, er scheint mehr oder weniger einen Plan zu haben, die Energiewende zu erzwingen. Die Frage ist nur, ob sie wirklich in 10 Jahren erreicht werden kann. Ist es das wert, Milliarden von Dollar an potenziellen Einnahmen in einem Land zu verlieren, das immer noch sehr arm ist und so viele Defizite in grundlegenden Bereichen wie der Infrastruktur hat? Am Ende des Tages sind die Daten sehr eindeutig. Sie sind überaus überzeugend.
Die Kohlenwasserstoffindustrie ist von grundlegender Bedeutung für die wirtschaftliche Stabilität des Landes, die Finanzierung des Staats, der Departements und Gemeinden. Fast 40% der Exporte hängen von diesem Sektor ab, 20% der Steuereinnahmen des Landes und 76% der Konzessionsgebühren. Die Diversifizierung des Exportkorbs muss ein Ziel sein, aber nicht um den Preis, dass die Branche verkümmert. Nun ja, meine lieben Visualpolitik-Zuschauer, es scheint, dass die Kontroverse und die Angst vor dem Verlust von Milliarden Dollar an ausländischen Investitionen und Steuereinnahmen so groß waren, dass Petro selbst einen Rückzieher gemacht zu haben scheint. Zumindest teilweise. Ja, er hat es weiterhin auf die Kohlenwasserstoffindustrie abgesehen und möglicherweise wird die Vergabe neuer Explorations- und Förderlizenzen stark zurückgehen. Aber zumindest beinhaltet der vorgelegte Plan für die Energiewende neue Konzessionen. Dennoch sieht die Zukunft dieser Branche in Kolumbien nicht besonders rosig aus. Und die Frage ist, ob der Rückzieher von Präsident Petro ausreicht. Welche Auswirkungen könnte es für Kolumbien haben, wenn der Präsident seine Pläne verwirklicht? Genau das nehmen wir jetzt unter die Lupe. Vom Ölwunder zum Öldebakel. Worte zählen und die Aussagen eines Präsidenten zählen meist noch wesentlich mehr. Mit seiner Rhetorik hat Petro das Vertrauen eines Sektors zerstört, der mit Volldampf unterwegs war. Tatsächlich hatten die Investitionen in die Exploration im Jahr 2022 den besten Wert seit 2014 erreicht. Jetzt wird erwartet, dass sich der Trend im Jahr 2023 umkehrt und Investitionen wieder sinken werden. Und wir reden hier über Konzessionen, die bereits unterzeichnet wurden. Und wenn sich Petros Pläne verfestigen, könnten die Probleme weit über die Ölgesellschaften, die Devisenzuflüsse ins Land und sogar die Einnahmen der Regierung hinausgehen. Wir sprechen von Abertausenden von Arbeitsplätzen. Wir sprechen von der Tatsache, dass die Kraftstoffpreise teurer werden könnten, was das Einkommen von Millionen von Familien beeinträchtigen würde. Und das ist noch nicht einmal das Ende der Fahnenstange. Die Einstellung der Ölförderung in 10 bis 15 Jahren könnte noch ein weiteres großes Problem mit sich bringen. Die Energieversorgungssicherheit könnte in Frage gestellt sein. Warum? Weil das kolumbianische Stromsystem in hohem Maße von der Stromerzeugung aus Wasserkraft abhängig ist. Um euch eine Vorstellung zu geben, in normalen hydrologischen Perioden kann die Wasserkraft mehr als 3/4 des gesamten Bedarfs decken. Wenn jedoch Phänomene wie El Niño und die daraus resultierenden Dürreperioden auftreten, hat das Land ein Problem. Bislang sind in diesen Phasen Kohlenwasserstoffe eingesprungen und haben das Problem gelöst. Aber wenn sie zur Neige gehen, könnte es verdammt kompliziert werden. Nun ja, wie ihr seht, scheint Kolumbien bereit zu sein, 10 Milliarden Dollar und Tausende von Arbeitsplätze zu opfern, um die globale Erwärmung zu bekämpfen. Aber vielleicht wird es das ja wert sein. Oder was meint ihr? Was haltet ihr von Kolumbiens Plan? Stimmt ihr dem Präsidenten zu? Könnte es Kolumbien sein, das doch zu einem Vorbild für die ganze Welt wird? Oder wird auch diese Energiewende zu einem abschreckenden Debakel werden? Wie immer sind wir auf eure Diskussion zu diesem Thema schon mächtig gespannt. So, und nun, wie angekündigt, ein ganz besonderer Tipp für alle unsere Zuschauer, die intelligenten Umweltschutz mögen. Wir arbeiten derzeit mit dem YouTube-Kanal Planet Wild zusammen, den ich euch wärmstens ans Herz legen kann. Das Konzept ist großartig. Planet Wild veröffentlicht jeden Monat ein Video, in dem sie sich auf eine Mission begeben, um unseren Planeten zu renaturieren und die Schäden zu beheben, die die Menschen der Natur zugefügt haben. Wenn ihr das Team von Planet Wild noch nicht kennt, schaut euch eines der beiden Videos hier an, in denen sie den Ozean in 40 Metern Tiefe von Plastik- und Fischernetzen befreien oder hier einen großflächigen sterbenden Wald in ein klimaresistentes Ökosystem verwandeln. Ihre Videos sind sehr unterhaltsam, da sie Hintergrundwissen mit realem Handeln verbinden. Und das alles wird von einer Community finanziert, der jeder beitreten kann, um unserem Planeten zu helfen, sich zu erholen. Also schaut euch jetzt gleich die Planet Wild Videos an und schreibt in die Kommentare, wie sie euch gefallen haben. Ich selbst bin auch schon beigetreten und ihr könnt das auch tun. Natürlich freuen wir uns auch jederzeit über eine Spende von euch, mit der ihr uns helft, neue Visualpolitik-Videos zu drehen. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Macht's gut und bis bald. We'll be right back.